Ja, gegen Burnley heute daheim und vielleicht müssen wir da jetzt auch schauen, kurz eben auf diese Fitness-Sache, denn Burnley und dann kommt gleich Reading. Ja. Denn englische Wochen stehen ins Haus und jetzt ist man ein bisschen am Munkeln gegen Burnley. Die sind genau punktegleich mit uns. Große Frage ist, die B11 starten lassen oder nicht? Würde eigentlich viel dafür sprechen. Man wird mit der B11 anstatt in Reading. Ja, Reading ist der leichtere Gegner, aber da könnte man fix 3 Punkte mitnehmen, wenn man das gut anlegt. Denn wir wissen, Reading letzter Platz. Hier ist es schon schwerer, 3 Punkte mitzunehmen und drum gehe ich lieber auf die sicheren 3 Punkte mit der kompletten A-Mannschaft als eventuell Punkte. Ziel ist es natürlich auch hier Punkte mitzunehmen. Das heißt, hier mitzunehmen, eigentlich hier herzuholen. Sehr schön. Stolpert er schon mal weg. Und Cabral ganz sicher. Ja, BE-Mannschaft dieses Jahr nicht so oft zum Einsatz. Auch Ratanga bekommt kaum noch Einsätze, wird auch verkauft. Schmidt auch. Kämpft eigentlich mit dem Einsatz jetzt auch in der A-Mannschaft. Garnier im Weg gestanden, der auch schon Einsatz in der Kampfmannschaft bekommen hat. Aber genau hier jetzt zeigen muss, was er kann, eben aufgrund der Durchstrecken. Ein Kai. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel sagen. Der hat sich so ein bisschen schon raus katapultiert. Und Ferreira, der will natürlich auch wieder rein, ist jetzt hier der Abwehrchef. Cabral. Mit Baker einen großen Konkurrenten auf der Seite. Kai. Tonner. Ja. Lange Bälle hier auf die Atanga Kai Flanken. Auf die Außenbahnen von den Zweien. Foul von Hendry. Schmidt.
Captain in der BL. Ja, ich würde sagen, wenn das kein Foul gibt, weiß ich auch nicht. Na, das war zu weit. Den kann man nicht weiterleiten. Schmidt. Garnier. Und Henry. Ja, auch Burnley ist sichtlich angespannt in diesem Match. Legt es auch defensiver an. Organi. Gut gemeint, aber ja, Tanga weiß ihn zurecht. Du siehst, wo ich stehe. Aber ich glaube. Ferreira. Ramirez. Wilner den Platz weggenommen in der Kampfmannschaft. Ja, nicht so die interessante und spannendste Partie hier. Was zur Halbzeit tun? Okara wird kommen statt Kai. Und Okara. Hat sich einmal vorgestellt hier. Garnier! Fünfundfünfzigste Minute. Matanga hat sich verletzt. Das ist okay. Auf jeden Fall nicht, denn das tut weh natürlich. Barrett wird die Bahn übernehmen. Rossi kommt jetzt ins Sturm. Substitution for Burnley. Coming off the pitch, number 10, Ashley Barnes. To be replaced by number 20, Kevin Ulster. Okay, wieder mal lange im Ballbesitz. Und das ist Barrett, der sich da von hinten ein bisschen anschaut. Und Rossi!
1-0. Die Nummer 29. Rossi sagt, nanu, zweiter Premier League-Treffer. Im letzten Spiel ein Assist gegeben. Zum Entscheiden. Und da ist eigentlich dieses Tor auf seiner Position basiert, denn Okara und er individuell die Positionen getauscht. Abseits oder nicht? Ja, Wales. 20 Minuten noch. Burnley nach wie vor. Ein Tor jetzt da hinten. Roger. Und Roger lassen stehen. Auf Rossi. Substitution for Burnley. We left the pitch. Number 21. Malcolm Wales. To be replaced by number 11. Chris Wood. Das aber auch. Sauna. Jetzt kommen viele hohe Bälle und jetzt muss man natürlich ins Konterspiel übergehen. Hier nichts, aber auf defensiv umschalten. Oh mein Gott. Billiges Tor, ganz billig. Das war wirklich sehr billig. Schmidt an die Stange, beziehungsweise an die Latte. Hopp. Ja, das war's. 1:1 ist gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein, macht's gut. Ciao.